Hallo Blasterfreunde, hier ist wieder Dom von Blaster Parts. Heute habe ich mal wieder eine Kleinigkeit dabei, die ich mir mit euch angucken möchte. Das ist von Busby, die Thundershot. Das ist ein kleiner Revolver, wird hier hinten über den Hahn gespannt. Gucken wir gleich mal rein. So, was erwartet uns hier in dieser Schachtel? Da haben wir zu einem hier diesen Revolver. Die Darts natürlich, die dazu passen. Auf der Rückseite haben wir alle möglichen Angaben. Unter anderem eine kleine Anleitung, wie dieser Blaster hier funktioniert. Und ganz neu ein QR-Code, der euch zu den Anleitungen von Blaster Parts führt. So, dann würde ich sagen, machen wir mal auf. Dafür nehme ich mir hier jetzt einen Cutter und schneide die festgeklebten Seiten auf. Das Interessante an dem Ding ist, dass es auch über den Daumen gespannt wird, ähnlich wie bei der Hammershot, die wir schon vom Nerf kennen. Generell ist ein Blaster mit Trommel, der uns hier erwartet. Jetzt haben wir einmal die Darts und jetzt schnappe ich mir auch schnell mal eine Zange und schneide hier die beiden Kabelbinder durch. So, einer und der zweite. Und da haben wir das gute Stück. So, dann schauen wir uns die Thundershot mal an. Als erstes fällt auf, schon gerät. Ich muss sagen, der Griff könnte ruhig ein bisschen länger sein. Also mit meinen großen Händen kommt man hier schon so ein bisschen an die Grenzen. Trommel klingt gut, lässt sich schön drehen. Ihr seht schon, ich muss mich ja ein bisschen anstrengen, um an den Trommelhahn zu kommen. Ah, das klingt aber schon nach was. So funktioniert es natürlich besser. Und ich glaube, so ist es auch vom Hersteller gedacht. Ja, bisschen was anderes. Aber ich glaube, mit ein bisschen Arbeit könnte es ein schöner Blaster werden. So, dann kommen jetzt die Darts. Dafür habe ich hier wieder meine Schüssel. Guck mal, dass ich das hier aufgemacht kriege. Einmal und zweimal. So, das benötigen wir nicht mehr. Was haben wir hier dabei? Die üblichen Busby-Darts mit dem großen Kopf. Ähnlich wie Nerf-Darts. Stecken wir sie mal in den Blaster. Um den Blaster zu beladen, nehmen wir ihn einmal in die Hand. Leider kann man hier die Trommel nicht ausklappen, wie bei einer Strong Arm oder ähnlichem. Aber dafür gibt es hier vorgesehenen Weg für den Dart. Und da stecken wir jetzt nacheinander die 8 Darts rein. So, ich mache mal von der anderen Seite, damit ihr auch was von habt. Zack. Also für Rechts- und für Linkshänder geeignet. So, dann sind jetzt 8 Darts hier drin. Dann wird es jetzt Zeit, ein bisschen rumzuballern. Ja, also einhändig ist schon mal schlecht. Ha, das muss man erstmal nachmachen. Okay, also das ist schon mal nicht schlecht, aber kann er auch Slamfire? Also irgendwie geht's, aber ich würde es euch nicht empfehlen, es tut ganz schön weh. So, einer ist noch. Hier, komm, einen machen wir noch. Zack. Für den Blaster gar nicht schlecht. Das war jetzt lustig, aber ich will wissen, wie viel Leistung steckt denn hier eigentlich drin? Dafür nehme ich ein Chronometer, kurz Chroni genannt. Das sagt mir, mit was für einer Geschwindigkeit die Darts hier rauskommen. So, los geht's. 64, 60, 63, 60, 61, 59, 61, 60 und das war's. Also gutes, konstantes Elite-Niveau. Ist in Ordnung. Damit sind wir am Ende angelangt von dem Review zu Thundershot. Dieser Blaster richtet sich halt eindeutig eher an Kinder, an Jüngere. Aber ich glaube, mit ein bisschen Modifikation und ein bisschen Bastelei wird daraus schon ein cooles Teil. Potenzial ist auf jeden Fall da, leistungstechnisch ist solide. Und ich glaube, vom großen und ganzen Look her ist es auch die richtige Richtung, schön mal wieder einen Revolver über den Spannhahn zu haben.
Also wir sind dann jetzt am Ende von dem Video angekommen. Falls euch das Video gefallen hat und ihr sehen wollt, wie Dom weiter lustige Sachen macht, abonniert diesen Kanal, betätigt die Glocke und gebt ihm ein Like. Bis zum nächsten Mal.